Max Weiler ist ein Maler, der einen fröhlich macht. Max Weiler ist ein absolut scharfer Naturbeobachter, der seine Gemälde aus einer Naturerfahrung heraus in eine völlig eigene Bildsprache übersetzen kann. Wir können hier erstklassige Arbeiten zeigen, sowohl Malerei als auch Zeichnung. Und wir haben zwei Perioden herausgegriffen. Das ist jetzt einerseits 1960 bis 63, 80 bis 83. Das sind zwei sehr wichtige Phasen in seinem Schaffen. Die Ausstellung findet im Palais Schönbrunn-Batthyány statt. Das ist ein wunderbares Stadtpalais mit barocken Räumen. Die Spannung, die durch die Malerei Weilers in diesen Räumen entsteht, ist wunderbar, weil einerseits hat man dieses barocke Ensemble und die barocke Ausstattung und andererseits aber diese moderne, unglaublich schöne, abstrakte Malerei, die ein unglaubliches Spannungsfeld erzeugt in diesen Räumen.